Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 und zur siebten Folge dieses Multiplayer-Projekts mit Mailand und Österreich. Und natürlich ist auch wieder Game Allianz dabei. Grüß dich, Game Allianz. Hallo, ich darf berichtigen, Österreich-Ungarn. Stimmt, mittlerweile Österreich-Ungarn. Richtig. Gut, dann starten wir rein und lassen die Zeit Ich muss laufen. erst machen. Ich muss erstmal meine Truppen aus Ungarn abziehen. So, Ich und muss ich gleich meine sehe, Beziehung mit dem Papststaat verbessern. ich habe ja Als noch die Mission. schwere Wahl, einen Rivalen zu bestimmen. Entweder den Kirchenstaat oder Ferrara. Was macht mehr Sinn? Ich Habe ich hoffe noch ja noch darauf. Militärzugang bei dir? Denke, oder? Oh, ich habe zu wenig Rivalen. Ich hoffe ja immer Ein noch, Rivalen zu wenig. aber ich bin exkommuniziert. Ah, aber wenn ich halt den, wenn ich den Kirchenstaat auch rivalisiere, dann habe ich keine Chance mehr, exkommuniziert zu werden. Ja, Entexkommuniziert, auch ein ja. schönes Wort. Aber die hassen mich so sehr, da kriege ich auch mit Beziehungsverbesserung. Nee, jetzt Alia Jagta ist. So, ich nehme jetzt den Kirchenstaat als Rivalen. Stimmt, ich baue ja noch ein paar Schiffe hier. Zwei Karacken. So, theoretisch könnte ich ja in eine Idee investieren, aber ich warte jetzt endlich auf Renaissance-Gedanken. Es wird wirklich Zeit. So, und jetzt schaue ich auch mal, ob ich irgendwelche Gebäude noch bauen kann, die mir mehr Geld einbringen. Ja, theoretisch in Mantua plus 19, wenn ich eine Kirche baue. Produktion, oh ja, Produktion. Eine Werkstatt in Mailand bringt mir plus 28, die baue ich mal sofort. Sehr schön. Was? Es gibt zwei Fürsprecher für die Reform der Reichsreform. Oho, gleich zu viele. So, dann baue ich noch Ja, das bin eine ich und mein Vasall Walsburg. Walsburg, Salzburg, Salzburg. ja, sehr gut. Gut, dann baue ich auch noch gleich eine Kaserne in Novara. 625 Manpower bringt die dann. Sehr stark. Wie sieht es mit Handel aus? Lohnt sich 2 plus 2 Handel? Weiß nicht. Nein, einer meiner Bossanführer ist tot. Ich denke, ich baue noch mal eine Kirche in Mantua. Mano, Bringt die noch mal neuen plus Generäle 19. sind Kacke. So, meine Schiffe müssen, sind die schon wieder unterwegs auf Handelskurs? Ich glaube schon. Ja, sind sie, okay. Und Produktion. in Venedig sammle ich gutes Geld. Und in Genua, ja, einigermaßen. Sundgau ist ziemlich produktiv. Ja, na toll. So viel zu meinen Bündniswünschen mit Neapel. Neapel hat mich gerade als neuen Rivalen bestimmt. Ah. Oh. Alles nur, Und weil sie ich ihn haben nicht. Abruzzen verloren. Ach, jetzt. Ah, ich sehe es ja. Ja, toll. Ein starker Vatikan, der gegen mich ist. Ein Neapel, das gegen mich ist. Der ganze Süden und Mittelitalien ist gegen mich. Und dann auch noch Frankreich. Oh Mann. Das ist echt hart. Und ich wollte doch Verbesserst du unbedingt. eigentlich immer noch die Beziehung mit mir? Nein. Haben wir jetzt eigentlich schon Ach ein du Bündnis? Heiliger. Ich habe jetzt endlich Nein, die wir haben noch nächste kein Bündnis. administrative Technologie. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas dagegen spricht, wenn wir ein Bündnis machen. Ich glaube, Kastilien, da habe ich meine Beziehungen Wir müssen noch gestärkt. eine Weile warten, bis wir Bündnis machen können, weil ich gerade ein bisschen Geldprobleme habe, weil Was hat ich es mit dem meine Bündnis? Rekruten aufstocken muss. Was hat das mit dem Bündnis zu tun? Na, wegen Venedig. Ja gut, mach Bündnis, aber wir warten mit dem Krieg noch Ja, eine Weile. mit dem Krieg können wir dann warten. Ich wähle jetzt vorher noch eine Ideengruppe aus und ich glaube, ich nehme die Einflussideen, um dann auch geringere aggressive Expansion zu haben. Das denke Ich ich ändere mal nicht die Kultur hier schlecht. in Lützelburg und Hennegau. König, wir haben herausgefunden, was Einflussideen in unserem Land bringen. Sehr schön. Boah, So. das ist teuer.
die Beziehungen mit dem Kirchenstaat bringen mir jetzt nichts mehr, die hau ich mal raus. Bei Österreich bin ich bei plus 9. Gut, dann... ach, ich kann... Kann ich jetzt ein Bündnisangebot machen? Mal schauen. Ich bin bei allen Technologien... Ah, Polen ist Kontrolleur der Kurie. Hm. Oh, das ist... Ich bin bei allen Ideen... Ich bin bei allen Ideen 70% vor der Zeit. Oh, das, hallo Mailand. Das ist echt ein bisschen unfair. Ich bin bei den Ideen hinter der Zeit. Aber nee, bei Admin-Technologie bin ich bei 0. Wow, du hast ja in Wien eine richtige starke Armee. Aber die erleidet doch Verlust, wenn so viele Männer in Wien stehen, oder? Ich will die mal. Ja. Dann spalte ich die mal auf. Ja, das ist sinnvoll. Ich muss meine andere. Achso, die hängt noch im Papststaat rum. Ferrara gibt mal Militärzugang. Ich habe keine Diplomaten, die ich entsenden kann. Verflixt. Hä? Wieso sind die Beziehungen mit dem Papst jetzt wieder runtergegangen? Och, Köln. Hm. Ja, komm, Köln, dann. Wähl mich halt nicht. Es sprechen wieder drei Fürsten für mich. Das ist in Ordnung. Ja. Ich überlege gerade, solange ob ich... die anderen vier Böhmen unterstützen. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch eine Einheit Waffenträger oder eine Einheit abendländische Ritter machen soll. Ich habe derzeit 11 Waffenträger, 2 Reiter und eine Kanone. Hm. Oder ich, na, ich vielleicht lasse ich es einfach nochmal ein bisschen. Einfach, dass ich mehr Geld habe. Hätte ich nicht zu viele diplomatische Beziehungen, würde England sogar ein Bündnis mit mir annehmen. Mit wem hast du denn bitte alles diplomatische Beziehungen? Also mit Ungarn, Herrschaft über Juniorpartner, Polen, Staatsehebündnis, Böhmen, Staatsehebündnis, Lothringen, Staatsehe, Salzburg, Herrschaft über Vasall, Mailand, Staatsehebündnis, Kirchenstaat, Militärzugang. Dann würde ich den Kirchenstaat, Militärzugang mal wieder aufkündigen. Ja, aber ich muss hier ja irgendwie noch weg. Flotte? Teil deine Armee. Transportflotte. Ja, teil deine Armee auf. Warte. Schick die Hälfte nach Urbino und dann hast du 11 Transportschiffe, dann kannst du die wegschicken. Du kannst natürlich auch nach Siena laufen. Ich hole mir erstmal. Warte, Militärzugang aufkündigen. Ja, sonst verschwendest du hier nur die Diplo-Punkte. Und dann hole ich mir welchen von dir. Ich mache das jetzt ganz systematisch. Stimmt, du kannst doch jetzt über mich laufen. Aber hast du überhaupt Militärzugang bei Venedig? Ich kann auch über die Schweiz gehen. Ach so, die Schweiz, stimmt. Die Schweiz, ja, die kann mich ganz gut leiden. So, ich erbitte dann so, nochmal Militärzugang. Jeder gleich wieder aufkündigen. Ah. Und, ja, Kastilien mag mich sogar immer noch. Obwohl Allianz mit Rivalen und exkommuniziert. Vor allem jetzt ist doch Polen hier der Papst. Die könnten mich doch mal wieder hier entkommunizieren. Ich werde mal meine Beziehungen mit Polen verbessern. So, hole ich es mir jetzt von... Nee, Venedig hasst mich. Dann hole ich es mir lieber von der Schweiz. So, endlich. Die Armee kommt wieder nach Tirol. So, dann... Okay, also, welche kann... Oh. Zentralisierung, die Autonomie geht runter. Minus 0,2 monatlich. So, oh, Siena, wieder aufkündigen. Ja. Und der Kongo hat umkämpfte Nachfolge. Die haben Prestige minus 53. Aber der ist 18 Jahre alt. Ich hab 94. Ich habe 0. Aber minus 5, ich habe minus 5,2 im Jahr. Ja, weil du so viel Prestige hast. Ich habe 0 und mach dir trotzdem mal Polen an. Ich mach trotzdem minus 1,8. Boah, Polen hat den Deutschen Orden geschluckt. Und gleich auch nochmal Sowien. Oh, wow. Also wenn ich irgendwann Ungarn annektiere, hole ich mir wahrscheinlich Galizien noch hier. Sadecki, Tarnow, Belz, Przemyśl, Lwów und Halic. Ja, dann hätte ich die Grenzen des Österreichs von 1800 schieß mich tot. Ja.
Ungarn hat ein Freiheitsbestreben von 50 genau. Und das kriege ich auf jeden Fall noch runter. Ja, allein mit den Beziehungsverbesserungen hast du sie dann bald. So, Militär. Also bei mir, kann ich wieder bei mir steht Freiheitsstreben von 50,7. 15, ja. Weil du genau sagtest. wir können jetzt mal einfach mal so ausprobieren, Stufe 4 bei der Geschwindigkeit zu machen. Im schlimmsten Fall 1, 2, 3, 4. Ja, wird das Ganze einfach wieder zurückgesetzt. Oh, es läuft sogar kurz. Naja. Schauen wir mal, wie lange. Jetzt ist es auf 3. Jetzt ist es auf 3. Echt, bei mir noch nicht. Bei mir ist es immer noch auf Stufe 4. Ah, du hängst ja auch hinterher. Und jetzt ist es wieder zurück. Ich setze gleich mal wieder auf 1. Jetzt ist es auf Stufe 3 bei mir. Ups, jetzt habe ich aus Versehen Pause gemacht. Okay, ja, ich setze... Oh, ich bin stark hinterher. Ja, ich mach mal eine Weile Pause. Ich bin irgendwie im Januar jetzt. Ich bin schon im Februar. Ich bin in... Obwohl, also bei mir steht oben auch 20. Februar. Bei mir steht 23. Ja, jetzt steht bei mir auch 23. Ja, ich glaube, jetzt passt es wieder. Gut, dann weiter. So, meine Armeen haben sich jetzt, glaube ich, wieder aufgestockt. Ich bin immer noch 3 über den Armeedurst. Ich brauche noch ein paar Regimentscamps. Kosten aber sau viel. Ja, die sind wirklich sehr teuer. Ich kann theoretisch noch 3 Einheiten bauen, ohne Probleme. Na, ich baue mal in Krain und in Graz noch ein Militärcamp. Und ich verstehe immer noch nicht, wieso mein König jünger ist als mein Erbe. Ist vielleicht sag's dir immer wieder, das ist wahrscheinlich ein naher Verwandter. Ja, ein Bruder vielleicht. Mal aufgefallen, dass Venedig Zypern hat? Zypern? Oh, halt echt? Das ist nicht gut, wenn die sich ausbreiten. Ach, die Osmanen holen sich das schon irgendwann. Wir müssen nur aufpassen. Im Zweifelsfall treten die in unseren Krieg ein. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass Venedig keine Verbündeten sich holt, weil sonst wird es für uns schwieriger. Die haben nur den Johanniterorden und die fühlen sich, glaube ich, nicht bedroht. Aber wer weiß, wenn die sich dann plötzlich die Osmanen holen, das... Okay, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn sie sich Frankreich holen, das wäre ziemlich schlecht. Na, Frankreich hat, das ist die Bretagne. Da. Frankreich ist verbündet mit Schottland, Ferrara und Savoyen. Ja, Ferrara ist natürlich blöd für mich. Ja, wir werden wohl nicht drum rumkommen, irgendwann mal Krieg gegen Frankreich zu führen. Ja. Müssten wir aber gucken, dass Savoyen auf unserer Seite ist. Das heißt, Frankreich müsste der Angreifer sein. Ja, stimmt, das wäre gut. Hätte ich das mal vorher gemacht, Baukosten minus 10%. Ja, das wäre sinnvoll gewesen. Administrativ, ja, davon habe ich noch was. Kann man das nicht wieder abbrechen, wenn man Gebäude in Auftrag gegeben hat? Ja, aber jetzt habe ich sie schon gebaut, ist egal. Hier sind 7 Schiffe von Venedig. Ich bin ja keine Handelsmacht, deswegen... Boah, diese Flotte kann Hafenprovinz mit einer Gesamtentwicklung von 65 komplett blockieren. Wow, okay, krass. Hattest du nicht mal 10 Schiffe? Ja. Hast du die anderen auf Handelsschutz geschickt? Richtig. Ach so. Ach so, Salzburg hat seine Vasallen, Rebellen selber besiegt. Annektieren. Ach, das kann ich erst 1503. Naja, wen kannst du... Ach, Salzburg. Ja. Na schön. Ich könnte mal schauen, wie... Naja, okay, in Italien hasst mich wirklich jeder mittlerweile. Lüttich hat keine Verbündeten. Da könnte ich jetzt eigentlich einschreiten. Ich werde mal noch ein Spionagenetzwerk bei Montferrat machen. Die wären eigentlich auch noch ein leichtes Ziel. Ich habe immer noch zu viele Beziehungen. Achso, ja, den Militärzugang mit der Schweiz kann ich wieder aufkündigen. Oh, eine neue Idee, das Tributsystem. Wieso habe ich einen Diplomaten in Salzburg? Den brauche ich da gar nicht. Die lieben mich doch eh.
denke, ich werde jetzt mal bei den diplomatischen Technologien etwas nach hinten fallen und dafür meine Ideen holen. Die erste Idee bringt mir leider gar nichts. Einnahmen der Vasallen plus 25%. Aber die zweite Idee mit mehr Prestige ist schon sehr sinnvoll. So, ich bin jetzt bei Admin-Technologie 8. Und ich habe endlich eine Kernprovinz in Pisa. Aber ich habe halt hier 75% Autonomie. So, Fürst der Renaissance. Pilsen und Budweis sind immer noch keine Kernprovinzen. Und oh, sorry, der Krieg gegen ja, der Krieg gegen Ungarn ist schon so lange her, der erste. Ja. Anders als die restlichen Herrscher Italiens, die lediglich Lippenbekenntnisse ablegen, werden wir die kulturelle Wiedergeburt, die unser Schicksal ist, aktiv vorantreiben. Mailand wird ihr Zentrum sein, unter unserer Schirmherrschaft. Bonuseffekt, Kosten der Ideen, minus 10%. Das ist ja wunderbar für uns. Sehr schön. Jetzt können wir die Ideen noch schneller machen. Zweimal ungarische Rebellen, böhmische Rebellen unterdrückt. Jetzt unterdrücke ich noch zweimal slowakische bzw. nitrasche Rebellen. Du meinst mit militärischer Power. Nitra, die haben auf diese ganzen Provinzen hier Anspruch in Ungarn. Was machen die Osmanen so? Kriegen Krieg mit Dulkadir. Krim als Vasall garantiert die Unabhängigkeit von Dulkadir und sie sollen Ostanatolien sichern. Sehr lustig, hier in Florenz sind katholische Fanatiker. Obwohl ja Florenz? Nee, Florenz nee, die ist sind katholisch. Ja, Florenz wir ist haben katholisch. Das Zeitalter der Reformation noch nicht erreicht. Stimmt. Und das sind trotzdem katholische Fanatiker, wieso auch immer. Sind die wohl nicht katholisch genug? Ich sehe dann Probleme bei der Reformation mit dem Calvinismus aus der Schweiz. Der wird mich wahrscheinlich ein bisschen stören und ärgern. Mich wird wahrscheinlich der Protestantismus in Böhmen ärgern. Oh ja, das stimmt. Vor allem, wenn ich Böhmen irgendwann noch holen möchte, die fühlen sich bedroht von mir, dann sollte ich aufpassen. Ja. Mit 45 Ach, hast Böhmen, du jetzt... Böhmen würde eine Vasalisierung zu minus 3014 annehmen. Ja. Mit 45 hast du ja ziemlich viel imperiale Autorität. Und trotzdem sind immer noch 40 Gegner der Reichsreformation. Aber ich glaube, meine Kaisernachfolge ist gesichert. Stimmt, die ist mittlerweile wirklich wieder gesichert. Ja, 4 stimmen für mich, 2 für Böhmen und einer für Mecklenburg, einer für Baden. 3 für dich, ja. Genau, das heißt, Böhmen ist dein größter Rivale. Naja, die mögen mich. Also sind auch verbündet und naja, in einem Defensivabkommen sind die, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich habe noch eine Staatsehe mit Lothringen. Kann ja, wieso eigentlich? Keine Ahnung. Vasalisieren kannst du die wahrscheinlich nicht. Nein. Oder, nee, die sind kein... Boah, guck dir mal die Dynastiekarte an. Warte. Hä? Ach nee, ich dachte gerade kurzzeitig, in Bayern herrschten Habsburger, aber nee, das ist nur dieselbe Farbe. Das wäre ja verrückt gewesen. Oh nein, wahrlich schlechte Nachrichten, minus 1 Stabilität und jetzt ist der, wer auch immer, Bruder oder was auch immer, Ludovico der Erste, Il Moro Sforza, König, mit 5 und 4, der ist richtig gut. 5 und 4, nicht schlecht. Unsere Staatsehen sind mit Maximilian dem Ersten... Ah, okay. So. Carlo di Savoia. Wir sollten mal ganz kurz pausieren. Ich kann... Ah, und ich bin nicht mehr exkommuniziert natürlich jetzt, weil mein Herrscher endlich tot ist. Sehr gut. Wie du das gerade gesagt hast, weil mein Herrscher endlich tot ist. Ja, wurde auch Zeit. Wurde auch Zeit, ja. Ja. Um gegen die Exkommunikation etwas machen zu können. Ich ändere mal in Belgien die Kultur auf Österreichisch. Tudor, ich hoffe mal, Köln,
erobert Friesland nicht. Oh, und sonst muss ich gegen Köln vorgehen. Von Dann wählt mich Köln wieder nicht. Von Oldenburg herrscht in Dänemark und Norwegen. Oh, und ich bekomme natürlich wieder Staatsehe von Kastilien. Sehr gut. Haben wir noch unsere Staatsehe? Nein, ich glaube, na doch, doch haben wir, glaube ich. Ja, ich finde es ein bisschen verwirrend. Manchmal verliert man die, wenn der Herrscher stirbt, und manchmal bleibt die trotzdem. Kommt Ungarn wahrscheinlich ist gerade bei Null. Dann wirklich drauf an, mit wem man die dann geschlossen hat. Oh, Ungarns Freiheitsbestreben ist unter die 50. Oh, ist bei 37 und wir sind bei Beziehungen von plus 6. Na wunderbar. Loyaler Untertan, die Ungarn. Na, da kannst du dich doch freuen. So, wann wärst du denn bereit, gegen Venedig zu ziehen? Ungefähr. Meine Armeen sind voll, also eigentlich wäre ich schon bereit. Aber warte mal, ich würde vielleicht noch warten, bis diese Kernprovinzen hier in Pilsen und Budweis fertig sind. Ja, das können wir gerne machen. Wann ist das der Fall? In ein paar Tagen. Ja, dann würden sind wir bei einfach... so 99%. Am 31. Dezember sind die fertig. Perfekt, ich wollte nämlich gerade sagen, dann starten wir im Jahr 1500 den Krieg gegen Venedig. Und den würde ich dann aber auch erst in der nächsten Folge starten. Jetzt warten wir mal noch ab, bis deine Kernprovinzen gekort sind. Und dann können wir diese siebte Folge beenden. Oh, und ich habe natürlich keinen Anführer mehr. Warten wir noch Weihnachten 1499 ab. Während Kolumbus irgendwo in der neuen Welt umhersegelt, ja. machen wir hier in Europa Stunk. Ja, genau. Ich überlege gerade, es macht wahrscheinlich keinen Sinn, meinen Herrscher zum General zu machen, weil der ist 47 Jahre alt und ich habe keinen legitimen Nachfolger. Wenn der stirbt, habe ich ein Problem. Wer folgt danach? Ein Österreicher. Oh, steht es dort? Ja, also ein adliges Haus von Habsburg folgt auf dem Thron nach. Oh, okay. Das wäre ja... Keine Sorge, ich würde deinen Thron nicht beanspruchen. Sehr gut. Das würde sogar unsere Bindung noch ein bisschen besser machen. So, ich werde jetzt mal einen ganz normalen General rekrutieren für 50 militärische Power, die gebe ich da mal gerne aus. Ich hoffe wirklich, das wird mal ein guter. Aber bei meinem Glück wird es wahrscheinlich irgendwie... Ah, ja, es geht sogar. 1-3-0-3. Sehr schön. Das heißt, es ist vor allem ein guter Belagerer auch. So, die Kernprovinzen sind fertig. Wir haben den 1. Januar 1500. Ich habe noch den 30. Dezember. Das heißt, noch ganz gleich kurz nicht warten. Mehr. Gleich. So, und jetzt werde ich mal pausieren. Und genau. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir dann Venedig angreifen und Krieg führen. Ich werde mir Brescia zurückholen. Du wahrscheinlich Istrien. Ja, wir teilen die so. Wir teilen die auf. Genau, und dann schauen wir mal, wie das laufen wird. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Gaius Julius Caesar und euer Game Allianz 24. Ciao, ciao.